Wieso? Nee, Sie bleiben bitte da stehen. Ich bleibe hier stehen. Genau, so habe ich ein bisschen blau im Himmel und den Hubschrauber, das sieht geil aus. Super. Abordnung, Jason auf Gazelle. Am 3. April 2023 feierten die Angehörigen der Joint Special Operations Task Force Gazelle im Marinestützpunkt Eckernförde einen Rückkehrerappell, der symbolisch den Abschluss eines seit dem Jahr 2018 bestehenden Ausbildungseinsatzes der Bundeswehr in der Afrikanischen Republik Niger bildete. Leitverband der dort eingesetzten Kräfte war das Kommando Spezialkräfte der Marine, das eben im eingangs erwähnten Eckernförde seinen Dienstsitz hat. Dessen Kommandeur, Fregattenkapitän Sebastian Schult, stellte sich nach dem Appell den Fragen der versammelten Presse. Den ersten Teil des Gespräches führten die Kollegen von RTL. Wer mehr über den Einsatz im Niger erfahren möchte, dem habe ich in der Videobeschreibung Infomaterial verlinkt. Gestatten Sie mir noch den Hinweis, solche Beiträge sind nur durch die Mithilfe meiner Zuschauer möglich. Wie auch Sie mich unterstützen können, beispielsweise damit auch ich mir ein solch tolles, windunempfindliches Interviewmikrofon, wie die Kollegen von RTL hier dabei haben, anschaffen kann, finden Sie in der Videobeschreibung. Also im Niger haben wir unser Partnerbataillon befähigt und ausgerüstet, ausgebildet quasi gegen den Gegner vor Ort, terroristische Gruppierungen vorzugehen. Und wir haben ihn dabei befähigt, auch eine Spezialkräfteschule aufzubauen, dass er quasi selber in der Lage ist, die Ausbildung, die wir ihm angedeiht haben, auch nachhaltig fortzusetzen. Der Niger ist im Sahel eines der wenigen Länder, die ja Stabilität quasi noch umsetzen können. Wir sehen das in Mali, in der angrenzenden Region, dass das da nicht so richtig läuft. Und der Niger hat sich vorgenommen, Spezialkräfte für sich selber aufzubauen und hat verschiedene Nationen gebeten, ihn dabei zu unterstützen, unter anderem auch Deutschland. Und da hat sich Deutschland bereit erklärt, diesem Staat dabei zu helfen. Also wichtig dabei ist, dass es die Idee des Nigers war, diese Kräfte aufzubauen, um gegen die terroristischen Bedrohungen vor Ort vorzugehen. Und dabei haben wir ein Partnerbataillon an die Hand bekommen, das wir ausbilden und ausrüsten und unter anderem auch eine Schule mit aufbauen, an der dann die Ausbildung fortgesetzt werden kann. Was war die Herausforderung im Einsatz? Ja, die Herausforderung ist der isolierte Ort, an dem wir das getan haben, eine kleine Stadt Tilja, ziemlich abgelegen, wo auch der Niger selber seine Infrastruktur erst sukzessive aufgebaut hat. Die Wege dahin sind sehr wüstenlastig, also es führen keine Straßen, wie man das vielleicht aus Deutschland kennt, dahin, sodass der ganze Transport und die Logistik natürlich eine Herausforderung sind und darstellen. Es gibt einen kleinen Flugplatz mit einer behelfsmäßigen Landebahn. Sie können sich also eine ziemliche Steinpiste vorstellen, die etwas befestigt ist und darauf werden die Luftfahrzeuge dann landen können, sodass die ganze Anbindung an die Zivilisation sehr fragil war und das mit die größte Herausforderung war, aber wir konnten das durch die zur Verfügung stellenden Kräfte, die wir hatten, die logistischen Kräfte, die vor Ort waren, sehr gut meistern. Wie fühlt sich jetzt an, zurück zu sein? Es fühlt sich erstmal sehr kalt an, könnte ich jetzt sagen. April und heute Morgen konnte ich immer noch mein Auto kratzen. Es ist eine andere Welt, könnte man sagen, wenn man jetzt wieder zurückkommt. Niger ist eines der ärmsten Länder der Welt und trotzdem habe ich dort sehr fröhliche und hochmotivierte Menschen erlebt, sodass das eigentlich gar keine Rolle spielt. Und wenn man dann aber zurückkommt hier in Deutschland, in Europa und sich anguckt, welche Probleme wir haben, dann relativiert das doch einiges. Was steht jetzt an? Sind jetzt Osterferien sozusagen oder geht es gleich weiter? Ja, für mich persönlich habe ich nach Ostern dann die Ferien. Am 5. April wird das KSM neu aufgestellt werden. Dann werden wir etwas größer werden und neue Einheiten aufstellen und dann würden Sie hier genau an dem gleichen Platz nochmal so eine Antritteformation sehen können und dann können wir erstmal wieder richtig angreifen mit unserer neuen Struktur, unserem Aufwuchs dann. Sie selbst haben ja, Sie waren ja Kontingentführer in Niger bei Gazelle und bevor Sie in den Einsatz gegangen sind, haben Sie hier in Deutschland ja auch eine Einsatzvorbereitung vermutlich gemacht. Das heißt, Sie sind in Deutschland für diesen Auftrag ausgebildet worden. Wenn Sie jetzt mal kurz beschreiben, wie sieht denn so eine Einsatzvorbereitung aus? Wie lange dauert die und was lernen Sie da? Für die Spezialkräfte könnte ich jetzt sagen, sind wir jederzeit weltweit einsatzbereit. Aber der Einsatz besteht aus Teilen von allen Organisationsbereichen der Bundeswehr, sodass es, wie Sie richtig sagen, entscheidend war, dass wir eine Einsatzvorbereitung durchführen. Das wurde mit den kämpfenden Anteilen auf dem Truppenübungsplatz in Putlos durchgeführt und auch der Stab wurde in einer Übung vorbereitet.
Das war der Abschluss. Dazu gehören natürlich auch medizinische Untersuchungen, interkulturelle Einsatzberatung, die vorher stattfindet, eine Einweisung im Einsatzführungskommando und ich persönlich habe auch noch eine Einweisung im Bundesministerium der Verteidigung bekommen, sodass man da sehr gut auf den Einsatz vorbereitet wird. Wenn Sie diese Einsatzvorbereitungen vergleichen mit den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort, würden Sie sagen, Sie sind gut ausgebildet worden? Oder würden Sie sagen, das ein oder andere müsste man nachsteuern? Grundsätzlich bin ich der Überzeugung, dass wir sehr gut ausgebildet worden sind für diesen Einsatz. Man konnte sich natürlich auch schon auf Erfahrungen für die Einsatzvorbereitungen für die Kontingente in Mali natürlich abstützen, sodass der Einsatz an sich sehr gut vorbereitet worden ist durch diese Ausbildung. Aber wie so oft ist natürlich die Realität vor Ort dann immer eine andere, insbesondere wenn man dann tatsächlich mit den klimatischen Bedingungen zum Beispiel dann tatsächlich spürt, ist es was anderes, als wenn man gesagt bekommt, dass das Klima so und so ist, bis man dann da ist und dann erstmal selber sich an die Gegebenheiten vor Ort gewöhnen muss. Aber grundsätzlich ist der Mehrwert, den ich sehe, dass das Kontingent, was in den Einsatz geht, vorher zusammenkommt. Dass die Leute sich kennenlernen, dass sie sich aufeinander einstellen können, dass sie miteinander arbeiten können, um dann im Einsatz quasi zusammen diese Herausforderungen zu meistern. Das ist der größte Mehrwert, den ich in der Einsatzvorbereitung sehe. Wie darf ich mir denn die Ausbildung eines Soldaten aus dem Niger vorstellen? Muss man da bei Null anfangen? Das heißt, dem erklären infanteristische Grundfähigkeiten oder bringen die das schon mit und geht es eher um operative Führung? Ja, dann müssten wir zurückblicken auf den Anfang. 2018 ging es los mit der Mission Gazelle, die dann bilateral war zwischen dem Niger und Deutschland. Da musste man schon von Grund auf anfangen, also mit Waffenhandling, also Schießen, meine Ausrüstung kennen, wie bewege ich mich im Gelände, also wirklich einfachste infanteristische Sachen. Die Tatsache, dass wir aber über 4 Jahre lang den gleichen Partnerverband gepartnert haben, führte dazu, dass wir bis zum Schluss immer weiter uns steigern konnten, sodass wir Übungsszenarien vor Ort über Nacht, bei Tag, über mehrere Tage durchführen konnten, um sie dann am Ende so weit zu haben, dass wir sie auf Operationen begleiten können. Und das den Abschluss quasi der Ausbildung bildet, sodass die taktische Vorgehensweise am Ende natürlich deutlich höherwertig war, als, wie gesagt, am Anfang erstmal mit dem infanteristischen Ausbildung anfangen musste. Wie sind Sie denn von den Soldaten vor Ort aufgenommen worden? Haben Sie denn das Gefühl, die haben wirklich aufgesaugt, das Wissen, das Sie ihnen vermittelt haben? Oder haben Sie manchmal auch den Eindruck, die nehmen das nur so hin? Ich hatte auch Erfahrungen in Afghanistan und ich kann Ihnen sagen, es gibt einen deutlichen riesigen Unterschied zwischen den Motivationen. Die Niger sind hochmotiviert, die haben uns mit offenen Armen empfangen. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir von Anfang an gemeinsame Ziele gesteckt haben und uns auf Augenhöhe begegnet sind. Man muss natürlich auch abliefern und die Art und Weise, wie wir ausgebildet haben, haben die Niger natürlich umso mehr motiviert. Die haben sogar einen eigenen, sage ich mal, konkurrierenden Wettkampfgedanken zwischen den einzelnen Einheiten gebildet, sodass die selber sich hoch gepusht haben, um noch besser zu sein als quasi der Partnerzug nebenan. Und das war für unsere Ausbilder auch motivierend zu sehen, wie interessiert und aufmerksam der Niger ist, wie der das aufnimmt und umsetzt. Natürlich gibt es immer Leute, die, ich sag mal so, wo man das mehrmals erklären muss, aber es waren auch sehr, sehr gut ausgebildete nigrische Soldaten dabei, die wir dann dazu bringen konnten, selber zum Ausbilder zu werden. Also das Know-how ist vor Ort und die Motivation macht ihr Übriges. Schut, vielen herzlichen Dank. Ja, klasse. Sehr gern, ebenso. Normalerweise enden meine Berichte ja mit der Nationalhymne. Heute machen wir, da dieser Auslandseinsatz unter EU-Mandat stattfand, eine Ausnahme. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Auch abonnieren nicht vergessen, Glocke drücken. Bis zum nächsten Video.